Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor, wieder hier mit einer gediegenen Runde Battlefield 2042, gemeinsam mit Veteranen Randolph, mit dem ich früher mich immer auf Battlefield 5 rumgetrieben habe. Ging's heute auf Orbital und ich muss sagen, Orbital hing mir ja in der Oben-Beta ganz schön zum Hals heraus, aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, komme ich dort am besten zurecht und ist eigentlich auch so meine Lieblingsmap geworden, komischerweise. In der Beta gehasst, im Release geliebt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst mir gerne ein Abo oder Like da, wie immer, würde ich mich riesig freuen und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer Senseless, tschüssi. Also gegen den Stein gefahren. Deswegen, ich halte mich hier immer zwischen C1, C2, A1 und F1 auf. Das ist relativ schnell erreichbar alles. Wir haben heute festgestellt, dass zu 80% hier Bots sind. Echt? Es geht darum, die Bots im Kampf, Einzelkampf, sind super gut. Sobald du im Panzer sitzt, erkennst du, dass es Bots sind, weil sie sich nicht Richtung dir bewegen. Nur blöd glotzen. Also ich hab ja, die stehen dann und die schießen noch immer auf dich. Ja, aber im Kampf im Kampf sind die so hart, die ballern dich aus alle Ecken ab. Ja, du siehst es ja am Namen. Nee. Natürlich. Das steht immer AI dahinter bei Bots. Nee. Hundertprozentig. Was heißt AI? Arschloch? In Ausnahmen oder was? Artificial Intelligence. Okay. Also wenn das nicht dran steht, war es kein Bot. Definitiv nicht. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Abgeschlossen. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Haben einen erledigt. Ah, du erledigst einen und kriegst gleich direkt wieder einen in die Fresse. Randolph hat sich Sprache verschlagen. Was? Was sagst du? Ich trinke Kaffee. Läuft doch. Ah, da waren seine Kumpels. Was da Bugs noch drin sind, ist unglaublich. Was meinst du? Was da noch Bugs drin sind, völlig krank. Ach so. Es kann ja eine Mischung nicht wiederbeleben und ja, so. Ja. Und dann. Das ist dauernd. Die haben ganz schöne Schrott da zusammengebaut. Das war gestern auch, als ich. Wollte ich auch jemanden wiederbeleben, ging nicht mehr. Das ist böse Schrott, was sie da gemacht haben. Wie kann man sowas freigeben? Da warten wir lieber noch 2 Monate. Die tun sich wieder selbst erledigen. Das ist das Problem an der Gelegenheit. Die erledigen sich selbst. Ja? Sie haben Sektor Echo. Wir machen das Spiel jetzt schon kaputt. Ich meine, die wohnen 100 Euro ausgewohnt, das sind alte Battlefield-Spieler, ne? Die kaufen's. Naja. Jetzt wird ja keiner spielen jetzt hier, ne? Ja. Aber wenn die normale Mönche jetzt wo uns kaufen, die normale Qualität, ne? Also ohne Old Edition oder so. Die kaufen dann wieder was. Die spielen das nicht lang. Nee. Hast du? Ja. Randolph da ist. Da rennt durchs Gebüsch. Wir haben Sektor Charlie eingenommen. Kann keinen wiederbeleben. Eine Frechheit. Geht nicht? Nee. Andere hat mich einfach zum Wiederbeleben, hat nicht funktioniert. Starten Angriff auf Charlie 2.
Oh ja, hat's einen zerrissen vor meinen Augen. Ich glaube, das hörst du schon, den Unterschied von zwischen den Fußtritten von dir und dem Gegner. Und da oben steht ja, jetzt ein Panzer. Ja, mittlerweile, ja. Die Hure. Was ruckelt denn jetzt hier so bei mir? Hä? Ja, das hat mit dir nichts zu tun. Ich laufe 3 Meter, dann ruckelt's, dann laufe ich wieder. Das hat mit dir nichts zu tun. Das ist... Wir haben ein Ziel verloren. Irre. Bisschen was. Einer ist ja noch. Unsere Truppen haben das Kommando über Sektor Alpha. Einer ist ja noch. Ein Ziel wird belagert. Aber wo? Kaiser. Wir kommen alle wieder von unten, von C hoch. Also 120 FPS packe ich mit 4K. Ich hab's bei Origin eingeschaltet. Ja. Aber halt alles auf Low, ne? Ist klar. Ne? Ja, ja. Kann ich es nicht in 4K spielen. Ja, das ist wäre dramatisch, denke ich. Wie meinst du das? Wäre auch dramatisch bei deiner Ausrüstung, es wird nicht gehen. Was heißt die Ausrüstung? Ah ja, mit deiner Grafik. Das ist eine 3090, was verlangst du? Hast du seit wann hast du die? Ja, seit 4 Wochen. Wie viel hast du bezahlt? Naja, ich habe für den Rechner insgesamt 4000 bezahlt. Ach du Scheiße. Was hast du für einen Prozessor? Den Ryzen 9 5900X. Gut. 64 GB RAM. Gut. Ja. Bleib zurück! Aber so ein Monitor, was bezahlst du nochmal für den Monitor? Bezahlst du nochmal einen? Ich habe den Fernseher mit 120 FPS, den haben wir rausgebracht. Ja? 40 Zoll von LG, die CX-Reihe ist es. Wir haben eine Millisekunde und das ist ein Fernseher und der ist exakt für Zocken gebaut worden. Aha. Der hat 48 Zoll, der kostet 12.300 momentan, aber er ist halt genial. Roulette noch dazu. Was heißt denn eigentlich, es gibt hier keine, wenn der Schuss wird, wie sag ich mal, es gibt hier, sieht man ja nicht mehr, ne? Wie aber meinst was heißt, was denn? Das, das, wo du getötet wirst, siehst du ja nicht mehr, ne? Ich suche nach medizinischem Nachschub. Wie sagt man? Die eigene Kills, wo du umgelegt worden bist, siehst du ja nicht mehr, ne? Ach so, ja, ja. Du weißt das nicht andere, mehr, was heißt. Was heißt denn das mit deinen Händen, mit der Faust da? Heißt das Hilfe mit Partner oder was? Das sind Assists. Das sind praktisch Tötungen, an denen du mit beteiligt warst. Du hast ihn zwar nicht umgebracht, aber... Ne, hier ist Radio. Da war ein Radio, ha? Hast du auch gehört? Oh, ich hab geschossen. Komm, lass uns mal zu D2, wo der markiert hat, das ist gut. Da hast du so einen Tunnel noch drin. Ja, die wollen halt verkaufen, aber das ja, aber so kannst du doch das Spiel nicht verkaufen. Also die Grafik ist doch eine Katastrophe. Oh nein! Wie konnte ich... Oh, ey, wie konnte ich an dem... Oh, konnte ich den... Warte, ich komm hoch. Ich komm hoch. Oh, schade, ich bin schon tot. Und da war einer, der hat von unten hochgeschossen. Ich hab ihn erschossen. Sehr gut. Charlie 2 steht unter aber ich, dass du nicht wartest, bis ich dich wiederbelebe. Ja, ich sehe das immer nicht. Ah ja. Ich guck doch auch noch unsere Leute, noch alle. Ja, du bist halt pfiffig. Du bist ja ganz dicht. Na doch. Hinter uns oben am Berg. Ich rutsche runter. Ich kann's ja glaube ich nicht mal wieder. Der Panzer hat mich von 5 Kilometer erschossen. Aber wenn ich tot bin, sehe ich halt nicht. Oh, danke. Hat mich einer... Gut, dann
Flanke! Ja, noch einer. Liegt der an, der liegt da unten und rettet mich nicht. 5 Meter, wurde jetzt gemerkt. Ich hab ihn nicht mehr gesehen. Lass mich zurück! Bleib weg! Mit dem Panzer direkt vor der Nase? Danke! Ziele gesichert. Sektor Charlie unter Kontrolle. Unsere Leiter, Ziel Charlie 2 war noch. Und der nächste. Und da waren zu viele Feinde. Ja, die sind alle von D2 rübergekommen. Beschuss. Das LMG hat, also das ist richtig geil, also mit der Munition, aber hast 100 Schuss, die du rausballern kannst. Wie du gerade mit dem? Oh, wir haben gewonnen. Nee. Ach nee, wir haben gewonnen. Beginn mit der Evakuierung der Notfalltruppen. Es hat keinen Sinn zu bleiben. Manchmal läuft's einfach, was? Das war nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Aber da ist noch Luft nach oben. Oh, bei mir ist der blöde Chat, Alter. Ich sehe nicht, was ich hab. Ist das doch ein Dreck, Junge. Was hast du? Zum Schluss siehst du doch noch unser Team so aufgelistet, was jeder gemacht hat. Und bei mir steht der blöde Chat da drüber, Alter. Ich könnte so kotzen. Was ist denn das?